Wir suchen den Kontakt, indem wir wirklich jeden, der uns kritische Mails, die oft auch hart an der Grenze der Beleidigung sind, kontaktieren von Seiten der Chefredaktion, von Seiten unseres Leserforum-Leiters. Wir schreiben Mails, wir suchen auch telefonisch den Kontakt. Mit denjenigen, mit denen wir in Kontakt treten, ist es in der Regel sehr fruchtbar, weil die Diskussion dann schon zeigt, wenn es um Argumente geht, dass wir gar nicht so schlechte Karten haben. Diejenigen, die glauben, dass wir ferngesteuert werden, beispielsweise vom Bundeskanzleramt, davon zu überzeugen, dass dem nicht so ist. Und wir laden auch ganz gezielt zu Veranstaltungen bei uns im Haus ein. Wir hatten kürzlich einen Abend, an dem waren 30 sehr kritische Leser, die uns durch ihre Kommentare aufgefallen waren, sei es im Netz, sei es im Printprodukt in Form von Leserbriefen. Die hatten wir eingeladen und haben einen ganzen Abend debattiert, haben ihnen auch die Gelegenheit gegeben, an unserem Newsdesk mal zu sehen, wie wird Zeitung gemacht, wie arbeiten wir, mit welchen Quellen arbeiten wir. Und am Ende des Abends kann man tatsächlich sagen, dass es ein fruchtbarer Dialog war. Es gab einige, da gab es keinerlei Veränderung von der Haltung her. Es gab aber etliche, die sich sehr erfreut gezeigt haben, dass wir als Medienhaus diesen Dialog gesucht haben. Wir machen das zu einer regelmäßigen Reihe bei uns im Haus. Und parallel dazu machen wir mit unserem Kooperationspartner Korrektiv auch eine Veranstaltung, wo es dezidiert um das Thema Lügenpresse geht und laden da 60 bis 100 Leser auch zu uns ins Haus ein, gemeinsam mit Korrektiv eben, um dort genau über diese Thematik auch zu sprechen. Für uns ein wichtiges Thema, weil ich denke, es wäre ein sehr überheblicher Standpunkt, wenn Medien sich sozusagen in ihrem Elfenbeinturm zurückzögen und sagen, die Lügenpressediskussion, die sitzen wir schon aus. Ich glaube, man muss eines mindestens mitnehmen, dass es ein dringender Hilferuf ist von vielen Leuten, die da sagen, liebe Redaktionen, kommt auf uns zu, sucht den Dialog. Wir wollen auf Augenhöhe auch mit unseren Kritikern reden.